So, dann darf ich Sie hereinbitten. Frau Luhmann, kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Kaffee, Mineralwasser? Ein Glas Wasser. Ja, dann nehmen Sie bitte schon mal Platz. Ich bin gleich bei Ihnen. Danke. Herr Littich, bringen Sie uns 2 Mineralwasser. Danke. Bestattungsvorsorge ist ein sehr aktuelles Thema. In der guten alten Zeit hat sich die Familie um ihre Verstorbenen selbst gekümmert. Freunde und Nachbarn waren behilflich und standen solidarisch zur Seite. Doch mit der Industrialisierung wurden Familien schon zum Ende des 19. Jahrhunderts auseinandergerissen. Immer seltener wohnten mehrere Generationen unter einem Dach. Ich habe niemanden, der sich eventuell darum kümmern könnte. Mhm. Und deshalb möchte ich gerne schon vorsorgen. Was für Möglichkeiten gibt es da? Nach vielen Kürzungen über die Jahre hinweg fiel die Unterstützung der Angehörigen im Trauerfall durch die Krankenkassen und den Staat bereits zum Jahresbeginn 2004 ersatzlos dem Rotstift zum Opfer. Was bedeutet das für den Einzelnen? In erster Linie einmal für die Angehörigen, dass sie in einem Sterbefall neben der Trauer selbst oft auch noch einen erheblichen finanziellen Kraftakt zu bewältigen haben. 5.000 Euro betragen im Bundesschnitt die Gesamtkosten einer Bestattung. Wer da nicht selbst vorsorgt, hinterlässt seinen Lieben neben der Trauer schnell auch noch finanzielle Nöte. Doch das muss nicht sein. Neben der Entlastung der Angehörigen rückt heute immer mehr die individuelle Vorstellung der eigenen Bestattung in den Vordergrund. Mit der Enttabuisierung des Todes spricht man heute darüber, informiert sich und macht sich Gedanken, wie man es denn selbst einmal gerne hätte. Und so und nicht anders soll es dann auch gemacht werden. Zum Beispiel auch Abschiednahme am offenen Sarg, ja, ist eine Überlegung. Ja. Ja, wenn, und das würde ich doch in Anspruch nehmen, ja, und festlegen, ja, wollen. Also die Trauerfeier mit Sarg, ja, und eventuell auch vorher eine Aufbahrung, mhm, wenn die Kinder das wünschen. Ja. Aber ich denke, das wird so sein. Gut, dann wäre es so, dass wir der Familie die Möglichkeit geben, je nach Wunsch, mhm, entweder am Tag der Trauerfeier oder natürlich auch vorher, noch am offenen, mhm, Sarg Abschied zu nehmen. Ja. Dann Viertelstunde vor Trauerfeierbeginn kommt der Sarg geschlossen, mhm, in die Trauerhalle. Da findet dann die Trauerfeierlichkeit statt, mhm, je nach Wunsch auch wieder mit Pfarrer, ohne, mhm, Pfarrer. Mhm. Möchten Sie einen Redner oder soll es einen Pfarrer begleiten? Diese Liste ist natürlich noch um viele Punkte länger. Sprechen Sie doch einfach mit Ihrem Bestatter, der sich die Zeit nimmt, mit Ihnen individuell Ihre Situation und Ihre Wünsche zu besprechen. Er kann dann auch ein strukturiertes Angebot für Sie erstellen und Sie in Fragen der Finanzierung beraten, damit es später auch tatsächlich so gemacht wird, wie Sie es zu Lebzeiten selbst bestimmt haben, um auch Ihre Angehörigen zu entlasten. Beisetzungen in Deutschland sind ausschließlich auf Friedhöfen zulässig. Die bekannteste Form ist die traditionelle Beisetzung in Wahl- und Reihengräbern. Bei Wahlgräbern können Sie zwischen unterschiedlichen Lagen und Größen wählen. Reihengräber werden von der Friedhofsverwaltung zugewiesen. Nach einer Feuerbestattung gibt es mittlerweile die unterschiedlichsten Beisetzungsformen, die alle mit den 4 Elementen Erde, Feuer, Wasser und Luft in Verbindung stehen. Ich tendiere zur Feuerbestattung. Mhm. Ja. Was für Möglichkeiten gibt es da? In Kooperation mit dem Friedhofsdienst bietet das Krematorium Landau auf dem Hauptfriedhof selbst Beisetzungen an. So ist das Krematorium Pate einer historischen Grabstelle. Da ist anonym insofern, dass keine Grabpflege notwendig ist. Das wird dann alles übers Krematorium finanziert. Sie zahlen einen einmaligen Betrag zur Beisetzung und das Grab wird dann gepflegt. Das hört sich sehr interessant an. Die Feierlichkeiten der Urnenbeisetzung sind hierbei mit und ohne Angehörige möglich. Und auch im Anschluss findet die Trauer einen Ort, an dem man dem Verstorbenen gedenken kann. Die zweite Variante ist über die Stadt Landau, ein Rasenfeld, ist auch anonyme Bestattung, wobei man sagen muss, in Landau wird beider Seite, also bei beiden Gräbern angeboten, dass trotzdem Angehörige bei der Beisetzung dabei sein können. Doch weist später kein Grabstein und auch sonst kein Schild, kein äußeres Zeichen darauf hin, wer an dieser Stelle beigesetzt wurde. Manche Menschen wünschen sich zu Lebzeiten diese Bestattungsform. Und in diesem Zusammenhang hört man auch immer wieder den Wunsch, niemandem zur Last fallen zu wollen. Es ist allerdings auch eine Tatsache, dass man Kulturen am Umgang mit ihren Verstorbenen erkennt,
und entsprechende Rückschlüsse zieht. Man sollte daher Risiken und Gefahren sehr wohl bedenken, wenn man sich für eine anonyme Beisetzung entscheidet, den Hinterbliebenen so gar kein bleibendes Zeichen setzt und somit Geringschätzung für die Kultur der Erinnerung deutlich macht. Dann gibt es die Variante Seebestattung. Das war früher immer so, dass eigentlich nur die Seeleute diese Seebestattung in Anspruch genommen haben. Doch auch dies hat sich in den letzten Jahren immer mehr liberalisiert, sodass diese Beisetzungsform einen großen Aufschwung erlebt hat. Sie ist allseits bekannt, genießt ein würdevolles Ansehen, ohne Grabpflegekosten und kann somit sehr wohl eine kostengünstige Alternative darstellen. So, dann haben wir noch die Seebestattung, haben wir für Sie einen Film, damit Sie sich das ein bisschen besser vorstellen können. Ja. Und können da auch Angehörige dabei sein? Ja. Wir machen dann mit der Reederei einen Termin aus, wo dann Angehörige anreisen können. Ja. Haben wir auch Möglichkeiten, ein Hotel zu reservieren vor Ort? Das machen Sie. Ne, wegen Übernachtung, es ist ja doch ein bisschen weiter weg. Und das Weitere wird dann direkt auch über die Reederei gesteuert. Ja. Gängig sind Seebestattungen in Nord- und Ostsee, aber auch entlang der Schifffahrtswege aller Weltmeere. Und Spezialanbieter beispielsweise haben auch idyllische Grotten im Mittelmeer im Angebot. Ich habe auch gehört, dass man unter einem Baum bestattet werden kann. Die Ursprungsidee der Naturbestattung kommt aus der Schweiz. Die Asche eines Verstorbenen soll am Fuße eines Baumes eingebracht werden und der Natur somit helfen, neues Leben hervorzubringen. In Deutschland sind die bekanntesten Anbieter von Baumbestattungen Friedwald und Ruheforst. Aber auch auf kommunalen Friedhöfen entwickeln sich die Angebote alternativer Beisetzungsformen. Da haben wir mittlerweile auch sehr große und viele Angebote, hier jetzt auch in der Pfalz. Ja. Das ist einmal, die habe ich Ihnen auch Material, wenn Sie es mal sehen möchten. Gibt es verschiedene Gesellschaften, die das mittlerweile anbieten. Hier in der Pfalz ist vielleicht das Bekannte, was im Moment auch in der Presse war, die Bienenwaldruhe. Das ist im Bienenwald die Baumbestattung. Da können Sie sich einen Baum zu Lebzeiten schon aussuchen. Einmal gibt es die Möglichkeit, dass Sie einen Gemeinschaftsbaum auswählen oder einen Familienbaum. Oase der Ewigkeit. Wer eine Beisetzung in den Schweizer Alpen auf einer natürlich bewachsenen Alm am Fuße eines Felsens oder neben einem Edelweiß wünscht oder seine Asche in einem Gebirgsbach verstreut wissen will, für den ist die Oase der Ewigkeit genau das Richtige. In diesem Fall wird die Urne in die Schweiz gebracht, um dann gemäß den dort gültigen Gesetzen beigesetzt zu werden. Dann gibt es noch die Variante Asche verstreuen, also Luftbestattung, wo dann ein Ballonfahrt übers Elsass stattfindet. In Rastatt geht der Ballon hoch. In unserer Nähe bietet sich eine Ballonfahrt ins benachbarte Elsass an. Es gibt aber auch Anbieter in der Schweiz und den Niederlanden. Bei der aktuellen Rechtslage ist diese Beisetzungsform in Deutschland selbst zurzeit rechtlich nicht zulässig. Meine Tochter lebt im Ausland, wenn die einen Schmuck haben möchte. Gibt es so eine Möglichkeit auch? Ja. Asche im Schmuckstein, gibt es sowas? Es gibt die Möglichkeit, dass wir einen Diamanten pressen mit den Ascheresten. Also die Asche wird gepresst zu einem Diamanten. Dann gibt es noch die Möglichkeit, ein Amulett, wo dann ein Teil der Asche, der größte Teil bleibt in der Urnenkapsel, ein Teil der Asche wird in ein Amulett umgefüllt, was Sie dann als Anhänger an eine Kette oder es gibt auch so kleine Urnen, wo Sie sich irgendwo als Andenken hinstellen kann. Neben Entscheidungen bezüglich Sarg, Sargausstattung, Urne und Beisetzungsform gibt es natürlich noch eine Vielzahl von Details, die im Trauerfall zu erledigen und besser im Vorfeld vorzubereiten sind. Wer soll wie von ihrem Tod informiert werden? Wer soll angerufen werden? Wer bekommt welche Trauerkarte? Wer liest es in der Zeitung? Hier müssen Listen vorbereitet werden, Karten gedruckt, Umschläge beschriftet werden. Formulierung und Gestaltung der Traueranzeige. In welchem Format und in welcher Zeitung soll sie erscheinen? Wünschen Sie eine Abschiednahme am offenen Sarg? Was ist hierbei besonders zu beachten? Die Trauerfeier selbst. Wo soll sie stattfinden? Sollen die Angehörigen selbst mitarbeiten oder soll all dies durch den Bestatter organisiert werden? Die Grabpflege,
Ab- und oder Ummeldungen? Wer kümmert sich um die Rente? Wer kümmert sich um Gas, Strom, Wasser? Wer informiert Verbände und Vereine? Diese und viele weitere Fragen sind in einem Todesfall zu klären und bedeuten Aufgaben und Arbeiten, die später entweder von den Angehörigen erledigt werden müssen oder die der Bestatter für sie übernimmt. Mit einer Vorsorge können Sie sicher sein, dass all dies in Ihrem Sinne erledigt wird. Wohl dem, der vorher nachgedacht, geplant und organisiert hat. Wer sich bereits zu Lebzeiten Gedanken macht, wie er sich seine eigene Bestattung vorstellt. Wer schon heute gemeinsam mit dem Bestatter seines Vertrauens plant und bespricht, was unvermeidlich irgendwann kommt. Wer im Vorfeld die Finanzierung dieses Vorhabens regelt, der hat das gute Gefühl, abgesichert zu sein. Und er ermöglicht seinen Angehörigen dann das, was wir sorglose Trauer nennen.